Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf World of Tanks, hier aus dem Livestream die Folgeaufnahme. Und hier seht ihr das Ende von der letzten Folge, ein Unentschieden auf der Malinowka. Und ja, ich war jetzt vom Schaden her auf den sechsten Platz, von der Erfahrung her nicht siebten Platz, okay. Mittelfeld hat jetzt nicht so toll funktioniert. Die drei haben es natürlich gut gemacht am Schluss, die haben sich schön, wie auf der Karte halt üblich, ne, schön weit reingezogen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir weiter hier und die Mathilda wird weiter gefahren, um dann auch hier ein bisschen besser zu werden. Das heißt, ich möchte jetzt hier mit dem Medium einfach meine Erfahrung machen, so wie es auch der Maus in seiner Reihe gemacht hat mit dem Conqueror. Natürlich, ich möchte mich überhaupt nicht mit dem Maus vergleichen, nur seine Tipps habe ich mir angeguckt und versuche die umzusetzen, aber es ist wirklich schwer, wenn man nicht Maus ist. Fünfer Gefecht wieder. Dann dem T1 Heavy, wo ist der? Also ganz heavy. Und dann versuchen wir dem zu helfen. Cavalier ist ja quasi die Zukunft von der Mathilda sozusagen. Schauen alle darüber. Da fahren wir doch dann auch hinterher. Hier ein Heavy macht es auch so. Fahren wir denn hinterher? Dauert lang genug. Mathilda, Doppel R. Anders kommst du ja nicht auf Fleck. Ich weiß nicht ganz immer mit dem T6, ob ich auf den Kavalier ist natürlich hier schlupfen. Oh, das ist jetzt natürlich ungeschickt, einen Schnupfen hier zu bekommen jetzt. Können wir langsam zurückziehen oder nein? Natürlich groß. Wahrscheinlich zu groß für mich. Ich mir doch bitte zurück.
Komme hier gar nicht gut durch hier. So mich hier. Ich muss schon die einzeln. Das war jetzt die blödste Tour mit der Matilda. Also diese Unsicherheit, soll ich da runterfahren? Ja. So konnte ich dem Team nicht wirklich helfen. Das war jetzt blöd. Und wieder mal nicht auf die Minimap geguckt. Schwierig beim Team her. Also, dass ich die jetzt nicht unterstützen kann. Ich konnte überhaupt nicht meine HPs Sicht sinnvoll einsetzen. Dahingehend war das eine bescheidene Runde. Natürlich jetzt schon. Ich habe bloß noch zwei da. Überall. Kann man den nochmal hier machen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Da kommt hier ein Heavy. Jetzt hier ein Server aus dem Rücken. Natürlich nicht angenehm. Genau. Und das war's. Da bin ich unvorsichtig gefahren. Und schon. Aber so eine Runde soll es immer geben. Aber das ist natürlich jetzt wirklich ein harter Start heute im Livestream. Und auch in den Folgen. Minimalziel Strukturpunkte nicht erreicht. Aber da wollen wir nicht jammern. Kommen wir gleich. Nächste Mal gleich auf Gefechte drücken. Bisschen angeschlagen, angeschlagen. Und schon klappt es nicht. Dann bin ich mal gespannt jetzt hier. Okay, Highway. Die Stadt. Das ist bekannt. Wir haben jetzt wieder 4er, 5er. Churchill, Villa BP. Drei Artis. Oh.
Dann fahren wir mal darüber. Auf der anderen Seite von der Straße hier. Ich gar nichts, da kann ich gar nicht helfen. Ich glaube, ich bleibe doch da und versuche Base zu verteidigen. Ob ich hier meine Waffen sinnvoll nutzen kann. Ich mag halt die Karte gar nicht. Weil ich auch nicht weiß, wie ich mal sich, weil klar, die Stadt. Aber viele fahren da in die Stadt mit Heavy, aber nicht so gerne. Sieht gut aus. Kann ich noch nichts machen, aber da vielleicht. Bitte.
Kommandanten geheilt. So, leider nicht ganz meinen AP hier eingesetzt, aber komm schon mal Treffer rein. Und ein Sieg, den muss man auch mitnehmen. Die Entscheidung erst rüber zu fahren und zurück, das hat einfach Zeit gefressen, die mir dann gefehlt hat, um gegen den Skoda und den M8A1 zu wirken. Dann auch bei dem 14 TP hätte ich viel früher rüber gucken müssen oder halt gleich mal links am Haus, damit er mich gar nicht beschießt, der Skoda. Naja, aber man lernt dazu. Und was habe ich hier wieder? Ach so, ja, das ist brillant. Was ist das? Unterstützer, genau. Ja. Ab ins nächste Gefecht. Ab ins nächste Matilda-Gefecht. Noch sind die Booster da. Die Reserven meine ich. Ah, 6er. Das ist schwierig. Guck mal da, ja. KV2. Bommelbeam. Und Churchill 3. So sieht er aus, der vom Battle Pass. Schon cool. Schauen wir den mal hinterher. Gleich mal hier ab. Gegnerische Krokodil.
Ui, 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 ui. So, hinten nochmal eingeschenkt ein. Guck mal, ob man hier auch ein bisschen was helfen kann. Das war jetzt die Unerfahrenheit an dieser Position, muss ich sagen. Ich habe noch nie auf der Karte so hier gespielt und das war natürlich überhaupt nicht gut. Ich hätte da hinten stehen sollen, eher mal beobachten, was die anderen zu machen. Wieder Kaffer 2, der hält sich komplett raus. Das hätte ich spielen sollen, nicht das, was ich gespielt habe. Okay, die Art, die kommt halt hier überall durch, ne? 9. Da kann die KV auch nicht mehr aus, viel ausrichten, ne? Und draußen ist er. Jetzt geht's schnell. Ja, zurück in die Garage, da lerne ich nichts mehr. Das war jetzt wirklich wieder mal eine komplett schlechte Rolle, aber ja, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, das ist das Problem. Heißt einfach lernen, lernen, lernen. Immer wieder, immer wieder. Also Kopf hoch und auch für euch, die das sehen, denken, was macht denn der da? Das ist halt mein Lernprozess. Ja. Und da kann ich mal Panzer 3J mal wieder nehmen. Der ist auch schlecht. Also ihr seht ja, also ganz so schlecht auf 4 bin ich nicht. Ne? M8A1 ist über 50, GT7 ist über 50. Ah, kann ich doch wieder auf Matilda. Dann die Stuke ist über 50. Panzer Selbstfahrer fährt jetzt über 50. Ja, dann ist über 50% nur die Matilda Lux und ja. Matilda ist natürlich am schlechtesten. Das finde ich eigentlich schade, weil ich gerne mit der Matilda spiele, aber nicht gut bin. Also ich komme selber nicht klar. Entscheide mich oft falsch. Oder bin einfach zu spät dran, um dann wirklich im Gefecht eine große Rolle zu tragen. In der letzten Folge war es, da war es schon so, da war schon der eine oder taugliche Einsatz von mir da. Aber immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte, kontinuierlich. Und ja. Es ist auch mit den Kartenauswahlen immer schwierig. So, die Mannheim-Linie. Und es ist ein reines Vierer-Battle. Wir haben eine Arti. Okay. Na, fahren wir doch runter. Voller da runter zu fahren. Dann down. Oh. Es ist ein Turm besser einzusetzen dann.
Leider nicht mein Schaden, okay. Aber jetzt waren wir wieder da. Ursprünglichen Ziel. Weiter. Gucken, ob ich da was hinstellen kann hier. Arzt ist natürlich ein guter Freund. Das war jetzt nicht so gut. Also mal hier unten. Ob hier runter kommt zu mir. Raus mit die Viecher! Ei, ei, ei. Bis ich da war, war eigentlich die Schlacht schon vorbei. Kann man das sagen? Falsch entschieden, zu spät reingefahren. Hätte im BT7 in Ruhe gelassen. Und den Lux. Hätte ich oben bleiben sollen. Naja, wo wir hier unten waren, waren wir noch zu zweit, aber dann. Sehr frustrierend. Es ist einfach sehr frustrierend. Wenn man mit Fahrzeugen, die man gerne fährt, nicht gut ist. Das ist eine Mischung aus Matchmaking, Team und natürlich eigenem Können, Schrägstich, Versagen. Und dahingehend ärgert mich das schon. Weil ich schon gerne meine Panzer hier über 50% fahren würde, damit ich da ein gutes Gefühl habe und dann auch die Strecken gut kann. Aber das heißt für mich einfach, ich muss weiter üben, üben. Ich komme jetzt, glaube ich, so langsam auf die 1300 Gefechte insgesamt. Und ich möchte mir eigentlich schon ein bisschen Zeit nehmen hier auf der 4 und auf der 5. So. Hier die Yoga mal mit der Mathilda. Ich habe jetzt beim Mausscanner gesehen, wie er hier die Map bespielt. Natürlich kommt es darauf an, welche Seite willst du von der Karte? Willst du die Seite aus, die gängig ist?
dann aber die Gegner doch gar nicht so fahren, wie sie es ja fahren sollte, ne? Es gibt doch feste Regeln, wo die Mediums oder Heavys sind. Jetzt sind die Heavys auf einmal Heavys ganz anders. Und schon. Ach, Idiot. Eieiei. Walzer eingeschlossen. Will ich eigentlich nicht. So. Noch genügend Leute. Das war jetzt unnütz. Unnütz stehen geblieben. Vollhonk. Ich bin gerade so wütend auf mich selber.
Weil ich so blöd gerade da oben stehen geblieben bin. Dann. Raus mit die Viecher! Oh, wenn ich konnte ein bisschen was hier machen. Eieieiei. Nur noch One-Shot. Den anderen Panzer 3J, aber 580 und 353. Ich konnte gerade noch so ein bisschen meinen Gefechtswert verbessern. Ist okay. Das heißt, das ist okay, ist nicht okay. Das waren die zwei, drei Schüsse von der Matilda, wo ich einfach oben geblieben bin, anstatt weiter zu snipern, hätte ich einfach rückwärts fahren sollen. Ah, auch Niederlage. Gut. 140%, das ist einfach, ja, klassisch. Geht nicht. Die liebe Matilda hat was Besseres verdient, aber ich muss einfach besser werden. Da komme ich nicht drum. Ah ja, da, das kann man angucken. Jetzt, ja. Ja. Durchschnitt, mittlerer Wert. Vom Schaden her gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem, es ist 50.000 auch bezahlt. Ne? Das ist nicht gut. Naja, die Karte liegt mir eher. Matilda. Mal gucken. Warum? Wie jetzt? Position ist, die der Maus mal gespielt hat auf der Karte. Wildes Durcheinander. Jetzt bei Matilda, wir haben also die Matilda haben sich aufgeklärt. Sehr schön.
Raus mit die Viecher! Okay. Final Shot. Ah, der Hetze geht dahin. Kommen Sie bitte daher. Deckt sie mal auf, oder wie? Sind wir hier oben auch hingekommen. Oh, Kette gezogen. Sehr gut. Wenn ich getroffen habe, ob ich die Kette war, weiß ich nicht. Na, kommt er jetzt da hoch? Ach, echt. Wieder mal zu spät, zu langsam. Das ist auch mein Problem. Wenn man sich halt falsch entscheidet, ist wieder mal zu spät.
alle zu langsam, um darüber zu fahren. Okay. Ein Sieg, aber wieder die Schlacht gefühlt verpasst, ne? Ah, jetzt doch, habe ich die aktiviert? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Doch. Habe ich die Reserve aktiviert? Ich hoffe. Mittelfeld. Schluss gemacht. Okay. Dann weiter. Und wieder 40,0. Ja, das dauert. Und vor allem, je mehr Gefechte man macht, desto länger dauert es, bis man ins Plus geht. Aber das sollte möglich sein. Für diese Matilda-Reihe ist es, glaube ich, jetzt aber die letzte Schlacht. Dann beende ich auch diese YouTube-Folge nach dieser nächsten Schlacht. Der Livestream wird weitergehen, aber dann werde ich mal gucken, ob ich mit dem M10 ein bisschen Geld verdienen werde. Ob ich mich um anstelle auf Stufe 5. Mal gucken. So, hier. Wieder Gefecht, okay. Als IT, okay. Ja. Soll nichts bei mir heißen, aber ich denke mal, es könnte gut werden, obwohl die Gegner ja B1, B1 haben. Hier Matilda Hetzer. Vom Team her bezweifelt, also von den Tanks her so. Also. Ich würde mich auch, aber ich denke mal, ist schwierig. Valentine gibt mir noch vor. Oh, kommt jemand hier dann nochmal rum?
Raus mit die Viecher! Eine Minute 35. Werde ich glaube ich nicht schaffen. Eine Minute noch. Knappe Sache. Okay. So. Das war jetzt doch okay. 1105, 74. Zum Schluss hat Mathilda doch noch eine gute Runde. Was habe ich denn jetzt verdient? Was ist das? Stahlwand. Erhalten Sie den meisten Schaden, der von Panzerung abgewehrt wurde. Okay. Was war? Sehr schön. Und Gewürzfeuer, klar. Und Irrgangsabzeichen Klasse 2. Auch nicht schlecht. Platz 2. Mhm. Ja. Hätte ich den Key herausnehmen können? Hätte ich sogar auf Platz 1 gehen können, vom Schaden her. Und Basiserfahrung 561. Okay. Auch Plus gemacht. Das ist doch vollkommen in Ordnung. So. Für die Folge soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, der Livestream geht weiter. Bis zum nächsten Mal.